Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine Anleitung für ein Mini-Album für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Da ihr mir beim letzten Album sehr viel positives Feedback über die Struktur des Videos gegeben habt, das heißt, dass ich zuerst das Album zeige und danach die Anleitung, wie ihr die einzelnen Blöcke und den Einband gestalten könnt, mache ich das bei diesem Video wieder so. Dekoriert habe ich hier in diesem Album noch nichts, das kommt erst danach, wenn auch die Bilder eingeklebt werden. Das war jetzt einfach nur ein Rohling, den ich gemacht habe, weil ich euch einfach mal das neue Papier von Scrapberries zeigen wollte. Das Ganze trägt den Namen Zoe and Ziggy Sailing Adventures. Die Grundgröße der Seiten beträgt 10 x 15 cm. Entsprechend können auf ganzen Seiten auch Fotos im Querformat mit 9 x 13 cm eingeklebt werden. Da es sich dabei um ein Mini-Album handelt, sind die einzelnen Klappmechanismen jetzt nicht so aufwendig wie bei einem großen Album, weil das einfach sonst zu viel wäre. Da ich diesmal weißen Kartstock als Basis verwendet habe, übrigens das erste Mal bei mir, habe ich das direkt mal ausgenutzt und euch die ganzen Maße und Co. direkt auf das Papier geschrieben. Entsprechend gibt es diesmal dann keine gesonderte Vorlage, da ihr dann alles direkt im Video sehen könnt. Falls ihr dann nochmal zu einzelnen Blöcken springen wollt oder sowas, verlinke ich euch unten auch nochmal die einzelnen Zeitangaben, sodass ihr dann direkt zu den Blöcken in der Anleitung springen könnt. Beim ersten Block falte ich zuerst einmal die 1 cm Bindung, die ich für dieses Album von vornherein geplant habe, nicht so wie beim letzten, da kam das ja im Nachhinein. Und die Tasche, die von unten nach oben auf die Vorderseite geklebt wird. Bevor ich das allerdings festklebe, verwende ich noch einen Streifen Designpapier, damit die Tasche nicht weiß bleibt, also dass die Taschenöffnung nicht weiß bleibt. Dieser muss aber nicht über die komplette Seite gehen, da man später sowieso nur die Öffnung sehen kann. Dann kommt auf die Tasche noch eine Klappe von rechts. Achtet immer darauf, dass die Bindung sich frei bewegen kann, ohne mit Klappen und Co. zu kollidieren. Ansonsten zerstört ihr euch später beim Blättern die einzelnen Seiten. Und falls mal eine Klappe zu lang sein sollte, kürzt sie einfach nochmal um ein paar Millimeter. Das fällt später überhaupt nicht auf. Auf die Rückseite kommt eine Tasche für einen Tag. Sinnvollerweise klebt ihr auch hier zuerst ein Stück Designpapier auf die Seite. Aber ihr werdet in dem Video noch öfter sehen, dass ich genau das sehr oft vergessen habe. Das Grundgerüst des zweiten Blocks soll diesmal keine Tag-Tasche haben, die rechts offen ist, sondern eine, die sich nach oben öffnen lässt. Damit man die Tasche besser sieht, lasse ich immer so 1 cm Abstand zum Rand. Und auch hier denkt bitte daran, vorher einen Streifen Designpapier unter der Öffnung zu befestigen. Um das Ganze interessanter zu gestalten, habe ich auf die Tasche eine weitere kleinere Tasche geklebt, wo dann nochmal 2 kleine Tags reinpassen. Hier denke ich dann auch im letzten Moment noch an das Designpapier. Es tut mir leid, aber das war schon fast ein Running Gag während des ganzen Albums. Ich habe immer wieder geflucht, weil ich immer dieses Designpapier vergessen habe und ich zeige euch gleich auch noch eine Technik, wie ihr das im Nachhinein unterbringen könnt. Die Rückseite bekommt erst eine Klappe von unten und darüber dann noch eine Klappe von oben, also ein recht einfacher Mechanismus.
Das Grundgerüst für den dritten Block ist genauso aufgebaut wie das Grundgerüst des ersten Blocks, also mit einer Tech-Tasche am rechten Rand. Diesmal gibt es allerdings keine Klappe darauf, sondern eine entgegengesetzte Tasche für einen weiteren Tech. Wenn ihr wie ich hier das Designpapier in der Taschenöffnung vergessen habt, könnt ihr ganz einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband direkt an der Öffnung befestigen. Dann platziert ihr den Streifen so darüber, wie ihr ihn haben wollt und haltet den Streifen durch die Tasche hinweg fest und friemelt dann unter dem Designpapier ganz vorsichtig die Schutzschicht von dem Klebeband. Das ist die Technik, mit der ich bisher die besten Erfahrungen gemacht habe, sodass das nachher sauber in der Taschenöffnung klebt und nicht irgendwie krumm und schief. Das ist mit doppelseitigem Klebeband sicherlich nochmal ein bisschen schwieriger als beispielsweise mit Tombow. Allerdings bei Tombow muss man auch aufpassen, wenn man den verschiebt und eine Klebefläche dann plötzlich frei liegt, dann bleibt die nachher so leicht klebrig. Ja, hier kämpfe ich dann noch etwas mit dem Tech, aber sobald er einmal drin ist und vor allem, wenn später der Block fest an der Bindung ist, lässt er sich gut rausziehen und wieder reinschieben. Für die Rückseite habe ich mir diesmal zwei entgegengesetzte halbe Klappen ausgesucht, die jeweils mit einer Größe von 11 x 7,5 cm vorhanden sind, wobei bei den 11 cm nochmal 1 cm als Klebelasche abgefalzt und angeschrägt ist. Beim vierten Block wollte ich dann einfach mal den Vorteil der 1 cm Bindung ausnutzen, dass man eben keine Tech-Tasche braucht zwingendermaßen, um das an der Bindung zu befestigen. Hier habe ich dann einfach im Grundgerüst schon die obere Klappe für die Vorderseite eingearbeitet und damit ist die Vorderseite dann auch schon fertig. Auf der Rückseite möchte ich eine Art Ziehharmonika anbringen. Dazu klebe ich erstmal das ausziehbare Mittelteil an der oberen Kante fest. Darauf dann die Vorderseite der Ziehharmonika, die mit 10 x 15 cm genauso groß ist wie die Grundseite. Und damit das besser hält, bekommt es noch von links und rechts Laschen, die dann später mit Magnetklebeband einen Verschluss bilden. Da ich aber generell Tags eigentlich mag, hat der fünfte Block auch wieder eine Tag-Tasche. Diesmal wieder nach oben geöffnet, also wie das Grundgerüst von Block 2. Damit es nicht gleich aussieht, bekommt die Vorderseite diesmal keine weitere Tasche aufgeklebt. Die Rückseite hat dann drei Klappen an der linken Seite. Ich klebe die größte nach unten, dann die mittlere oben drauf und ganz oben drauf die kleinste. Das Ganze wird dann später auch nochmal mit Magnetklebeband abgesichert, sodass es sich nicht von selbst immer wieder aufklappt. Im sechsten Block habe ich dann die Größe des DIN A4 Cardstocks, den ich benutzt habe, ausgenutzt, indem ich die Vorderseite, also die Klappen für die Vorderseite, direkt mitten das Grundgerüst eingearbeitet habe. Diesmal gibt es nicht nur eine obere, sondern dazu auch noch eine untere Klappe. Die Rückseite bekommt wieder eine untere Tech-Tasche und einen Tag. Diesmal denke ich auch an das Designpapier vor der Tasche. Der siebte Block hat dann auf der Vorderseite rechts eine Klappe, die auch wieder direkt in das Grundgerüst integriert ist und auf der Rückseite eine Lasche oben, durch die eine kleine Doppelkarte gesteckt werden kann. Dann kommen wir zum Einband. Für den Einband habe ich erstmal zwei DIN A4 große Stücke Cardstock aneinander geklebt. Und
Und darauf klebe ich dann die Grundstücke aus festem Motivkarton. Bei meinen großen Alben habe ich ja in der Regel Graupappe verwendet. Für das Mini-Album reicht mir jetzt allerdings fester Motivkarton. Ich habe mir dabei einen ausgesucht, den ich vermutlich niemals in einem Album verbasteln würde. Ich habe da immer noch einige Reste rumfliegen, die ich jetzt so nach und nach halt auch für solche Projekte verwenden möchte. Vorder- und Rückseite des Einbands haben jeweils eine Größe von 10x16 cm, der Rücken dann von 10x7 cm, 7 cm, weil ich 7 Blöcke habe. Sobald alle drei Teile kleben, habe ich den Cardstock nochmal etwas gekürzt, die Ecken abgeschnitten und dann den festen Motivkarton mit dem Cardstock ummantelt. Damit später der Motivkarton nirgends rausschaut, bringe ich mittig nochmal einen Streifen Cardstock an, der nachher der Untergrund für die Bindung ist und gleichzeitig der Rand für das Designpapier auf der vorderen und hinteren Innenseite. Nachdem ich dann den Einband geknickt habe, kommt auch schon das Designpapier für die Innenseiten und dann werden die Blöcke befestigt. Wenn ihr die 1 cm Bindung noch nicht kennt, schaut gerne mal beim Tienchen vorbei. Sie erklärt die Bindung anhand eines Mini-Albums. Im Endeffekt werden die Seiten aber ähnlich wie bei einem ganz normalen Klappmechanismus einfach nur an den Rücken geklebt. Achtet dabei darauf, dass ihr bei der Bindung ausnahmsweise die Kanten nicht anschrägt, sodass es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Ich habe dann noch den Einband mit Designpapier versehen, wobei ich hier welches genommen habe, wo dann sowohl das Motiv der Kollektion drauf ist, als auch noch genug Platz für ein Foto und etwas Dekoration. Das kommt dann später, wie gesagt, noch auf das Mini-Album. Das Mini-Album ist fertig. Ich bin etwas stolz auf mich, dass es wirklich mal ein Mini-Album geworden ist und nicht wie sonst immer meine sehr kompakten Alben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr Mini-Alben sehen wollt oder lieber größere Alben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!